Heute soll es um nichts Geringeres als den besten Controller gehen, welchen ich bisher für die Nintendo Switch in den Händen halten durfte. Genauer gesagt geht es um den 8-Bitter Ultimate Wireless Bluetooth Controller, welcher neben seinem wirklich guten Aussehen sowie seiner hochwertigen Verarbeitung auch zahlreiche wirklich nice Features mit sich bringt. Um welche Features es sich genau handelt und weshalb ich diesen Controller jedem Spieler empfehlen kann, der bisher mit dem Pro Controller auf der Switch gespielt hat, erzähle ich euch gleich. Vorab möchte ich noch eben auf meinen Twitch-Account hinweisen, auf welchem ich hin und wieder mal streame. Also falls ihr mir noch nicht auf Twitch folgen solltet, würde ich mich dort über einen Follow freuen. Der 8-Bitter Ultimate Wireless Bluetooth Controller gibt es einmal in der weißen sowie in der schwarzen Variante und kommt in einer recht gewöhnlichen Verpackung daher, in welcher sich neben dem Controller selbst auch noch eine passende Dockstation befindet, zu welcher ich euch später noch mehr Infos geben werde. Zusätzlich bekommen wir natürlich noch das passende USB-C-Kabel und eine dazugehörige Anleitung. Aber ich denke, die ist jetzt erstmal Nebensache. Schauen wir uns also den Controller mal genauer an. Auf den ersten Blick fiel mir persönlich das wirklich schöne und cleane Design auf, welches für mich eine Kombination aus Nintendo Switch Pro und Xbox One Controller aussieht. Und auch rein haptisch fühlt der Controller sich für mich wie eine Kombination aus beiden Controllern an, wobei er vom Gewicht her etwas leichter ist als der Pro Controller. Er liegt wirklich gut in der Hand, was denke ich unter anderem an dem sich seitlich befindenden Grip liegt. Die Knöpfe fühlen sich mindestens genauso gut an wie beim Pro Controller, nur dass sie hier ein wenig flacher sind. Die Joysticks sind ebenfalls wirklich gut, zumal es sich bei diesen um Hall Effect Joysticks handelt, was wirklich, also wirklich gut ist, weil das bedeutet, dass diese quasi keinen Drift bekommen können. Wenn ihr an der Stelle mehr Infos über Hall Effect Joysticks haben wollt, schaut euch gerne mein Short-Video dazu an, das verlinke ich euch an der Stelle in der Infocard. Die Schultertasten fühlen sich ebenfalls sehr hochwertig an, zumal wir hier bei den L2 und R2 Tasten die Besonderheit haben, dass wir diese im Gegensatz zum Pro Controller eindrücken können, um so die Intensität diverser Aktionen im Spiel zu beeinflussen. Auf der Rückseite des Controllers haben wir dann noch zwei weitere innenliegende Tasten, welche wir frei belegen können, sowie ein Schalter, mit welchem wir einstellen können, auf welche Art der Controller die Verbindung zu unserem Gerät aufbaut. Da hätten wir entweder Bluetooth oder 2,4G. Der Unterschied zwischen beiden Verbindungsarten ist die, dass 2,4G in der Theorie eine niedrigere Latenz hat als Bluetooth. Das konnte ich persönlich jetzt nicht feststellen, aber ich denke, für den einen oder anderen Hardcore-Competitive-Gamer könnte das interessant sein. Beispielsweise für Splatoon-Spieler. Und apropos Splatoon, Motion Control hat der Controller ebenfalls am Start. Des Weiteren haben wir an besonderen Features unter anderem, dass wir eine Turbo-Funktion haben, welches uns ermöglicht, einen Tastenbefehl unendlich lange in schneller Geschwindigkeit vom Controller aus automatisch wiederholen zu lassen, was gerade in Your Horizons wirklich praktisch ist. Zudem gibt es für den Controller eine passende App oder PC-Software, in welcher wir neben der Tastenbelegung auch die Trigger-Distanz einstellen können, sowie, und das finde ich persönlich wieder mega cool, Makros setzen. Bedeutet, wir können uns eine Reihenfolge an Tasten festlegen, welche dann anschließend mit einer Taste auf dem Controller abgerufen wird. Zusätzlich können wir über die Software noch Updates für den Controller machen und diverse Einstellungen an den einzelnen Sticks vornehmen. Soviel zum Controller an sich. Das Controller-Dock hat, wie ich finde, ebenfalls ein wirklich cleanes und schönes Design, sowie auf der Unterseite rutschfeste Gummistreifen und eine Klappe, in welcher sich der 2,4G-Empfänger befindet, welcher, wie der Name schon vermuten lässt, für die 2,4G-Verbindung notwendig ist. Genau gesagt müssen wir den Stick entweder an das Switch-Dock direkt anschließen oder wir schließen direkt das ganze Controller-Dock an das Switch-Dock. Aber wie gesagt, bevorzuge ich die Verbindung mit Bluetooth. Und ja, bevor ich jetzt über die Controller-Leistung in diversen Spielen rede, muss ich einfach nochmal darauf hinweisen, wie schön der Controller neben der Nintendo Switch und besonders neben der Nintendo Switch OLED ausschaut. Zumal wir unten am Controller-Dock noch einen LED-Streifen haben, welcher leuchtet, sobald der Controller aufgeladen ist. Und ja, das finde ich, wie gesagt, sieht mega nice aus. Aber wie schlägt sich der Controller denn nun in diversen Nintendo Switch-Spielen? Nun, in MK8 Deluxe fühlt er sich im Grunde genauso gut an wie der Nintendo Switch Pro Controller. Und auch in Super Smash Bros. Ultimate steht er dem Pro Controller in wirklich nichts nach. Zumal ich während dem Zocken auch einfach ein besseres Gefühl hatte, weil ich im Hinterkopf immer weiß, dass ich mit diesem Controller, egal wie lange und intensiv ich ihn nutze, keinen Drift bekommen werde. Und bei Animal Crossing New Horizons kommt die eben bereits erwähnte Turbo-Funktion des Controllers wirklich gut zum Einsatz, da wir dank dieser viele Items hintereinander herstellen können, ohne uns die Finger wund zu drücken. Grundsätzlich kann man also sagen, dass der Controller sich während dem Spielen eigentlich genauso gut anfühlt wie der Pro-Controller, mit dem Zusatz, dass wir hier noch einige wirklich coole Features haben, wie die Hall-Effect-Joysticks, die zusätzlichen Rücktasten, die Turbo- sowie Makro-Funktionen, plus noch die weiteren Features, welche wir in der App haben. Also alles in allem würde ich sagen, dass der 8-Bitter Ultimate Wireless Bluetooth Controller ein besserer Nintendo Switch Pro Controller ist und preislich sich sogar dem Pro Controller sehr ähnelt, mit dem Unterschied, dass wir hier noch das passende Dock dazu bekommen. Einziger Kritikpunkt von meiner Seite aus wäre das etwas geringere Gewicht, da ich persönlich lieber etwas schwere Controller in der Hand
habe. Aber ich denke, dass es einfach Geschmackssache ist. Falls ihr Interesse am Controller habt, verlinke ich euch diesen oben in der Videobeschreibung. Es gibt ihn wie gesagt in zwei Farben, einmal in schwarz und einmal in weiß. Und ja, falls ihr Fan des Pro-Controllers seid, werdet ihr diesen Controller lieben. Ansonsten ja, hoffe ich, euch hat mein kleines Review zum 8-Bit Ultimate Wireless Bluetooth Controller gefallen. Falls ja, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns eventuell im nächsten Video wieder. Macht's gut, bleibt gesund, bis dann und ciao.